Guten Tag. Wir befinden uns heute in Rüdershausen und starten heute unsere Wanderung am Baumpark. Hier gibt es überall Hinweistafeln für die Bäume. Klasse, wenn der Früchte trägt, dann komme ich noch mal wieder. Das ist dann heute auch mal ein Test für meine neuen Schuhe. Mal sehen, ob die was taugen. Die Walnuss. Schöne Aussicht. Sehr schön. Der Baumpark in Rüdershausen. Er hat eigentlich diese Strecke rausgesucht. Die ganze Zeit bergauf. Ich filme nur und kümmere mich um den Kaffee. Und lass mich überraschen. Ich habe ja das Gefühl, es geht immer nur bergauf. Guck mal, bis zum Ravensberg kann man heute gucken. Stimmt, ja. Und wieder geht's bergauf. Wasserfilter mitnehmen. Ne? Da bräuchte man überhaupt kein Wasser mitnehmen, aber der ist ja so gut. So, jetzt haben wir noch einen Schluck getrunken und jetzt gehen wir zum Picknickplatz. An der Josefquelle. An der Josefquelle. Und da kochen wir uns wie immer einen Kaffee. Und eine Stulle. Und es gibt auch was zu essen. Karte checken. Und wieder ein Picknickplatz. Man könnte meinen, wir machen da jedes Mal Pause, aber nein, machen wir nicht. Das ist der Picknickplatz Brockenblick. Da hinten ist so eine kahle Stelle. Wo ist es denn da irgendwo? Da müsste der Brocken sein. Kann man ein bisschen schlecht sehen heute, aber schön. Schöne Aussicht von hier. Aber wir haben noch was Tolles entdeckt, noch eine tolle Aussicht. Dann haben wir hier noch das Zwitscherhäusle entdeckt. Das ist auch sehr schön und das werden wir auch jetzt mal. Es ist nicht so, naja, es ist jetzt nicht so ganz unser Geschmack vielleicht. Ach was. So ein schöner Weinbrand. Ein Weinbrand. Es gibt einen Kümmel. Und Wodka. Von Wanderern für Wanderer. Zwitscherhäusler am Brockenblick. 18 Jahre musst du auf dem Buckel haben, um dich an diesem edlen Tropfen zu erlaben. Trinkst du die Flasche auch mal leer, dann stell alsbald eine neue hierher. Unter 40% hat es allerdings keinen Wert, da sonst die Viren machen nicht kehrt. Und bitte immer nur die besten Rachenputzer bringen, damit auch nach dir so manch Wanderer kann fröhlich singen. Sehr schön. Eine tolle Idee. Ja. So, wir haben natürlich keinen getrunken. Weil wir noch nicht so viel gegessen haben heute. Und wir machen jetzt gleich erstmal eine Pause und machen Kaffee und so weiter. Nee, immer auf diesem Weg bleiben, das ist doch toll.
Und da ist die Quelle. Die Josef-Quelle. Und nehmen wir das Quellwasser und kochen das ab? Nee, das ist verschüttet. Findest du eklig oder was? Dann müssen wir das Wasser aber richtig kochen lassen. Mach nur halb, damit es nicht so glühend heiß ist. Sonst kann man noch ein bisschen heißes Wasser kaltes Wasser nachschütten. Sieht nicht unbedingt aus, als wenn da ein Weg tatsächlich weitergeht, ne? So, hier geht eine Ecke rum. Ganz witzig, ich weiß nicht genau, ob man es erkennen kann. Aber in der Quelle sind auch Frösche. Da ist zum Beispiel einer. Ja. Weiter geht's. 1,2 Kilometer. Da wollen wir noch hin. Ja. Oh, und hier hat auch schon mal jemand versucht, einen Shelter zu bauen. Ja, lässt du die beiden mal kurz aus den Augen, weg sind sie. Da hinten sind sie wieder. Und das wird dann wohl die Ureiche sein. Aber gleich daneben ist schon wieder eine neue angepflanzt. Aber hier auf der anderen Seite steht auch noch ein stattliches Exemplar. So, nach kurzer Orientierungslosigkeit haben wir jetzt doch wieder einen Weg gefunden. Ich hoffe mal, dass das der Weg ist. Hier geht es nicht weiter. Machen wir einen kurzen Schlenker. Gucken, ob das richtig ist. Komm, hier können wir die Leine nochmal abmachen. Na komm. Super.
Und da haben wir noch einen Rastplatz. Heißt, da kochen wir uns noch einen Kaffee und essen noch ein Brötchen. So, alles wieder zusammenpacken, denn in 3 Minuten geht die Sonne unter. Quatsch. Doch. Gar nicht. In 3 Minuten. Um 18 Uhr und geht die schon um 18 Uhr 7 Uhr. Ja, doch. Ach ja. Was erzähle ich? Eben habe ich noch gesagt, in einer Stunde geht die Sonne unter. Da sagt sie, was hast du gesagt? Ja, ja. Ja, ja. Naja, wenn wir keine Pause mehr gemacht hätten, wären wir, bevor die Sonne untergegangen wäre, schon am Auto noch gewesen. Aber wir wollten ja unser letztes Brötchen noch essen und natürlich noch ein Päuschen machen. Ja. Und noch einen warmen Kaffee trinken. Jetzt geht's weiter. Ja. Super. Na los. Na denn. Und da sind wir wieder am Baumpark angekommen. Super. Jetzt sind wir wieder am Auto angekommen, am Baumpark in Rüdershausen. Und jetzt geht's nach Hause. Schöne Wanderung gewesen. Heute mal kein Regen. Ja, bis und zum nächsten. Gerade so im letzten Tageslicht bis zum Auto geschafft. Wie viele Kilometer waren es ungefähr? Um keine die 10? Ahnung, 12 glaube ich sogar. Gut, 12. Wir gucken später mal. Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall sind wir wieder erst viel zu spät losgegangen. Natürlich, wie immer. Deshalb ist ja auch jetzt schon dunkel. So, macht's so, die Lucke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.